Ja, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ich wollte schon gerade was anderes sagen, aber noch gerettet. Bams. Ja, in der letzten Folge haben wir die Cutscenes geguckt und uns vorbereitet auf die Rückeroberung von Bruhl. Also die Stadt, die wir ganz am Anfang ja gerettet haben. Hier kann ich nochmal Dingens hier. Ja. Yeah, Defense of Brule, Escape from Brule. Da ist jetzt schon ein paar Kapitel her und jetzt sind wir Kapitel 12 bei The Fight for Brule. Und wir gehen direkt in die Mission. Die Rückeroberung von Brule. Man hat ganz viel Brule sehen in dieser Folge, ja. Und in der nächsten und der danach. Und vielleicht auch die danach. Mal gucken. So. Habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf, die Mission. Ich glaube, da zieht sich aber noch ein paar Kapitel. Glaube ich. Hat ja alles daran gesetzt, dass unser Quartier die Stadt wieder erobert. Also wollen wir die ja auch nicht enttäuschen. Der Gegner hat sich hier eine Verteidigungsposition aufgebaut im Windmühlenplaza. Wir werden von da aus starten. Ja, okay. Das ist immer gleich hier. Also Verteidigung, da sind wir. Die Pfeile zeigen unsere Bewegung an. Da müssen wir hin. Ja, wir müssen die Basis erobern. Auf den Straßen werden irgendwo Kämpfe sein. We also have information to that they have placed snipers at various. Wir haben irgendwo Sniper positioniert, okay. Selbst wenn wir hier sofort nichts sehen, könnten trotzdem irgendwo Sniperfeuer auf uns warten, also sollten wir vorsichtig sein. Oh, das war auf den Punkt gebracht. So, oh, okay. Dann nehmen wir mal Alicia natürlich. Und, weiß nicht, noch ein Scout. Wir nehmen eigentlich irgendwie immer die gleichen, ne? Nancy. So, Rosie. Warte. Hier lang. Okay, wen haben wir noch? Wendy, Weiss, Weiss, ja. Nehmen wir dich mal. Dann Lago. Kommst hier hin. Dann. Weiß nicht. Wen nehmen wir denn noch? Ich weiß, ich vergesse immer, wen ich letztens dabei hatte und welchen nicht, deswegen keine Ahnung. Oh, wir haben zwei Plätze. Dann nehme ich noch. Ich habe noch keinen. Doch, ich habe einen Lancer. Das Sniperfeuer gibt es viel, aber ich tue trotzdem mehr so auf. Ich tue mal ein bisschen auf Feuerkraft setzen. Dann Maria. Okay. Wird schon gut gehen. Hat es ja immer bis jetzt. Und da war die Lippensynchro irgendwie off. Egal. Gucken, wie weit wir kommen, ohne unsere Charaktere so offscreen zu leveln. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht vor. In dem Spiel. Aber mache ich das bei jedem anderen Spiel. Irgendwie, was ich Let's Player im Moment. Aber ich hoffe, hier wird es nicht nötig sein. Habe ich auch noch nie gemacht. Ich habe mich immer eigentlich mehr so vorbereitet. Levelmäßig, aber geht dann auch gut ein bisschen. Okay. Muss man auf den Panzer achten. Hat sich irgendwie am Design mal geändert, als ich neue Sachen geholt habe. Kanone sah jetzt ein bisschen anders aus. Ja, das schaffst du schon. So, クライスにとっては初めての実戦だね。戦場はいつになっても怖いものだよ。逆にその怖さを忘れないようにしてほしい。戦争に慣れるということがあってはいけないと。はい。わかりました。 Er spricht dann nochmal. Okay, tun die Sniper ja ganz schön weit erwähnen. Müssen hier hin und dann da. Da ist ein Geschütz und dann ist da und da sind Sniper. Wäre natürlich besser, die als erstes zu erledigen. Wir haben einen Scout-Elite, da haben wir einen Sniper-Elite.
Lass mal den hier platt machen. Ich glaube, hier sind welche, aber ich bin mir nicht sicher. Shamrock, geh mal vor. Jetzt habe ich wirklich hier nicht irgendwo Minen sind. Ach ja, die Mission von mir bekannt Holz. Da sehe ich schon Antipanzerminen. Da müssen wir eigentlich durchkommen. Was du denn? Wäre eigentlich besser, wenn wir dahin gegangen wären. Da hätten wir die beide erledigen können. Durch. Ja, bestimmt doch nicht. Okay. Njum. Du bist schon mal weg. Okay. So, jetzt können wir auch sehen, wo die alle sind. Und da sind Sniper. Mann, die sind überall Sniper. So, ich weiß, was ich gegen euch mache. So. Werde ich auch wohl mit so einer Granate hier erwischen können. Am besten nicht die ganzen Dinger kaputt machen. Ich weiß, ob ich die nicht irgendwann gebrauchen kann. Das ist eine Scout-Elite und hier ist eine Sniper-Elite. Machen wir die jetzt mal platt. So, die sind schon mal platt. Gut, so. Am besten jetzt noch den Typen da hinten, die Scout-Elite. Ist der geduckt? Ich glaube ja. Am besten von den Linie. Er schießt sogar auf uns. Gut. So, nächste Aktion. Jetzt können wir uns erstmal hier bewegen. Ob das irgendwas bringt, weiß ich nicht, aber mal gucken. Oh, da ist ein Sniper. Komm schon. Ein paar müssen wir erwischen. Leck mich doch. Okay, sie tun wir mal in Sicherheit bringen. Erstmal. Ich hoffe, sie kommt jetzt auch mal irgendwie zum Zug, irgendwas zu machen. Da ist ein Sniper, den machen wir schon mal mit Dingens hier. Ich habe zwei Scouts dabei. Nein. Ist beide richtig blöd positioniert. Hätte ich mal gewusst. Wo? Ich dachte, hier wäre vorne und hier wäre hinten. Deswegen habe ich die so positioniert. Also super. Ja, wir müssen ja eigentlich bis da hinten zum Dingens kommen. Zum Sniper. Das ist auch ein Sniper. Wo ist er? Hier. Was? Wo denn? Wischen wir dich? Ne. Aber dich müsst erwischen. Komm schon. 1, 2. Verdammt! Das läuft alles wunderbar. Ich habe alles im Griff. Ich will überhaupt keine Probleme. Wo ist denn hier einer? Wollen mich auf den Arm nehmen? Ich sehe niemanden. Auf der Karte. Ich gucke auf die Karte. So, da oben, mein Gott. Wo kommst du denn her? So. Gut so. Ich hoffe, deren Sniper sind genauso beschissen wie unsere. Dürfte das eigentlich kein Problem sein. Du gehst, glaube ich, links lang. Ja, geh mal links lang. Haben wir Panzer mitgenommen, verdammt. So, perfekt. Nicht ein bisschen anschlagen. Wenn es vielleicht nichts bringt. Nö. Mann. Sind wir mal überhaupt nicht in Reichweite, dann ziehen wir nur einen ab. So, Alicia. Ich traue irgendwie noch nicht hier diesen Gras hier. Wo man sich verstecken könnte, theoretisch. Ja, perfekt, da kann man auch durchgehen irgendwie. Na komm. Jawohl.
Gut so. Ja, bis jetzt läuft. Bis jetzt. Ich weiß nicht. Okay, mach mal so. Wir haben von niemanden gesehen. Vielleicht merkt da keiner was. Da müssen wir setzen. Okay. Sehe ich das auch erstmal. Und Dennis, du bleibst beim Panzer. Also bei dem Dingens hier, bei der Edelweiß. Beim großen Panzer, dem wichtigen Panzer. Erstmal repariert das hier. Unwahrscheinlich, dass wir brauchen, aber egal. Wir müssen ja eigentlich da vorbeikommen. Habe ich eine Idee, dann gehst du erstmal. Mein Gott, steckst dich hier irgendwo. Wollen wir da irgendjemand treffen? Nee. Du läufst erstmal hier versteckt. So, wen haben wir noch? Na gut, ich brauche auf jeden Fall für den Panzer. Hoffentlich triffst du den auch. Josna der Hound, was? Okay. Gut so. Dann versteckst du erstmal hinterm Panzer. Ja, verdammt, ich glaube, die Sniper sehen uns. Egal. Und weiß. Auch mal da lang. Kriegen wir dich? Nee. Na egal. Attack down. Oh, das ist gut. So, was macht ihr jetzt raus? Ich sehe viele Leute, die verrecken werden. Von uns. So, zwei Punkte haben sie weg. Die tun Verstärkungen holen. Okay. Au. Josnoa der Hound. Aber nix. Satz mit X. Mesh the Hunter. Wow. Er kommt gar nicht durch. Warum sind denn da so viele Leute mit Namen? Oh Gott. Ja. Verdammt. Oh, cool. Oh, verdammt. Nein, hoffentlich kommt er jetzt nicht nochmal dran. Wo so in Gefahr sind wir da eigentlich nicht. Ha! Gott, Sniper sind ja echt nervig. Oh fuck. Au! Warum? Es ist auch noch genau der gleiche, ich fasse es nicht. Aber der kriegt das zurück. Die Basis, die gehört jetzt uns. Au! Oh Gott! Ja, da sollten wir nicht mit Rosie und Co. rumlaufen. So, jetzt haben wir schon wieder einen kaputt gekriegt hier. Na, da kriegt er zurück. Kobe, geh da rein. Mach's da kalt. So, du kommst jetzt erstmal darunter. Oder auch nicht was? So. Medic! Bist du besoffen? Du hast mal eine rote Nase, aber. Vielleicht bist du Rudolf, the Red Nose Ventier. Kobe, the Red Nose Ventier. So, drei Schüsse, so muss das. Ein Schuss, so muss das. So, der ist runtergefallen, so muss das. Ich glaube, der ist besoffen. Egal. So, wir müssen nach rechts rum. Ich möchte die Lage da links jetzt nicht vergessen. So, wir brauchen einen zweiten Scout wieder. Alka, komm du. Lief zwar nicht so gut letztens, aber kann ja mal passieren. Pollenallergie. Just my luck. So, wen sehen wir denn alles?
trifft, dich nur treffen. Gut so. Mein Gott, unser Sniper, er bringt was. Also am besten ins Gebüsch rein. Du arbeitest dich ja ganz langsam vor. Vor allem verreck nicht. Wenn wir sind blöd. So. Bin ja schon. Naja. Country Bad, gut. So, am liebsten würde ich erstmal da durchgehen. Wartet da jemand drinnen im Gras? Ha, er sieht uns nicht. Wir sehen uns immer noch nicht. Wir können das Ding ja einnehmen. Perfekt. So, Occupy. Ich hätte ihn vielleicht erstmal kaputt hauen sollen. Verdammt! Warum habe ich schon mal jetzt Verstärkung geholt? Ich habe so früh Verstärkung geholt. Hätte ich mal gewartet. Oh, zum Glück ist ein Nachladen. Ah! Ich habe immer Angst, dass die sich ducken, deswegen. Komm schon, der muss jetzt. Der muss sitzen. Ah! Was machst du denn da? Ja, ist aber unwahrscheinlich, dass der Alicia tötet. Ich werde wahrscheinlich sowieso auf Nummer sicher gehen. Oh Gott, da ist ein Sniper. Wo ist? Hm. Kann ich Shamrock irgendwas von da reißen? Ich glaube nicht. Ach, hier ist der Shamrock, mein Gott. Ich würde sagen, wir räumen erstmal den Panzer aus dem Weg. Der macht mir Angst. Ich kann mich nicht so von hinten anschleichen, ne? Dann kann ich hier nämlich voll locker hier erledigen. Da müsste auch so gehen. Sie mit der Edelweiß vorpirschen. Vielleicht braucht ja nur noch einen Schuss. Weiß man nicht. Besten reparieren lassen von Dallas. Dallas, ne? Vielleicht schaffen wir es sogar hinter dem. Hey, ums. Hey, ums. Hallöchen. Na? Hm, könnten wir auch erlegen. Oh, leck mich doch. Nicht auf den Arm nehmen. Was, wer tut mir denn hier Schaden anrichten? So, da müssen wir jetzt aber die aus dem Weg machen. Oh, bitte, Maniac! So, warum du auch aus irgendeinem Grund nicht schießt? Jawohl. Okay. Bleibt mal hier hinten. So, Panzer erledigt. Was ist erobert? Läuft. Dallas könnte. Warte mal, Schirm. Die kann man nach vorne ballern. Vielleicht kriegen wir die noch. Ah, nö. Schnell kommen wir da durch. Sonst könnte ich mit dem Flammenwerfer hier einiges kaputt hauen. Halt, warte mal. Hm. Edelweiß dürfte ja keinen Schaden dadurch bekommen, ne? Jawohl. Läuft. Ja, war vielleicht jetzt nicht so produktiv, egal. Mein Gott, das ist richtig gut jetzt. Und Dallas, ich will das nichts hinzufügen und lass mal die Edelweiß reparieren. Und rief mal Munition. Dann kannst du noch ein bisschen scouten.
Was es denn hier noch alles gibt. Kann ich nicht das Geschütz wieder aufbauen? Ja, darf ich dadurch? Danke. Ja, das braucht man nicht. Dann bleibt mal schön hier drin. Mesh der Hunter, oh Gott. Da ist ein Sniper, super. Ich weiß nicht, Rosie ist gerade ein bisschen angeschlagen. Ich will die Maus der Gefahrenzone ausziehen. Vielleicht können wir irgendjemand noch kaputt hauen. Ich würde mich dann lieber heilen. Ja, perfekt. Dann heilen wir uns mal. Licht der Reinheit, heile mich. Oder wie auch immer es funktioniert. Ja, nach, obwohl du nicht geschossen hast. So, wie sieht es jetzt mit euch aus? Zweimal, was? Zwei verschiedenen Orten. Und die kommen jetzt natürlich, die kommen jetzt. Als ob ihr eine Chance hättet. Ey, der platziert sich einfach dahinter, kapfrig. Ich weiß schon, wo ich mit der Shamrock-Rakete als nächstes hingehe. Na warte, da kommt gleich eine Bombe rein. Oh Gott. Ah, verdammt. Wow. Das war ja fast... Wie nennt man das? Süß. Okay, gut, kein Zug verschwindet. Gut so. Wow, bist du Pro. Sie kann sogar noch kontern, ich fasse nicht. Komm noch mal. Ah, verdammt. So, dann würde ich sagen. Ah, Verstärkung, ja. War schon wieder lang genug, deswegen. Sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Valkyria Chronicles. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.